3, 2, 1, los. Ich bin mit dem Christian Häfner hier und wir wollen noch mal kurz eine besondere Funktion vorstellen, die du gerne am Rechner zeigen kannst. Ich bringe mal kurz hier rüber. Wir haben also die Herausforderung für Vorlageneditor ist, glaube ich, die Herausforderung für das Unternehmen ist, die Vorlagen schön und professionell zu gestalten. Und dafür haben wir bei FastBuild eine ganz besondere Funktion erstellt, nämlich diesen Vorlageneditor, mit dem man komplett webbasiert seine Vorlagen gestalten kann. Das sieht also wirklich so aus, dass man Dinge hier frei platzieren kann, dass ich ein Logo hier in einem Header-Bereich, in einem Footer-Bereich platzieren kann. Wer möchte, was jetzt hier so grün hinterlegt ist, das ist offensichtlich auf jeder Seite wiederkehrend? Oder? Ganz genau, das ist der Header, der ist auf jeder Seite wiederkehrend. Wenn ich das jetzt auch nie wieder verändern möchte, dann kann ich das hier sperren. Das heißt, es ist nicht mehr verschiebbar an der Stelle. Wenn ich mich vertan habe und das jetzt verschoben habe und es wieder zurückplatzieren möchte, kann ich das auch hier tun. Und sollten diese Felder und Möglichkeiten nicht ausreichen, habe ich die Möglichkeit, weitere Dinge, entweder vordefinierte Felder, Inhaltsblöcke. Habt ihr das selber gebaut? Genau, das ist tatsächlich eine... Also ist jetzt nicht irgendwie ein Modul oder so? Nee, das ist eine Eigenentwicklung. Ist ja Wahnsinn. Das haben wir gemacht. Aufwendig, oder? Ja, aber dafür auch sehr cool. Also man kann halt beliebig gestalten, man kann hier so einen Snap-to-Grid-Effekt machen, also Boxen an Gitternetzen ausrichten. Technisch ist es kein Flash, sondern HTML5, was du uns genau erzählt. Genau, also hier Ränder verschieben. Also es gibt nahezu unendliche Möglichkeiten, Dinge zu individualisieren in dieser Vorlage und auch sogar Bilder, Logos, Hintergrundbilder, Briefpapier für erste und weitere Seiten. Und wer möchte, sogar eigene Schriftarten hochladen, okay, dass es dann wirklich ganz individuell aussieht. Ja, und am Ende kann man sich das anschauen, wie das dann in der Vorschau so aussieht mit Testdaten. Und hat dann sozusagen seine Rechnung gebaut. Nicht schlecht. Zeig nochmal das mit dem, du hast die ganze Zeit vorhin randloser Druck erzählt. Also randloser Druck ist das, was passiert, wenn man die Rechnung per Post verschickt. Ja, aber hier habe ich jetzt einen Rand. Jetzt will ich ein Hintergrundbild hochladen. Und ich weiß nicht, ob du eins hast, aber du könntest jetzt diesen Rand hier wirklich bis ganz zum Rand machen. Und bis hierhin würde es jetzt gedruckt werden sozusagen. Also okay, wird, wenn du es per Post verschickst. Dann wirklich auch sozusagen, wenn ich jetzt grün da hätte, ist das ganz grün genau auch. Es gibt jetzt da schon, hast du das schon mal ausprobiert? Schon mal gesehen? Ja, genau. Ja, okay. So, das ist ja cool. Und so wie es einen Header gibt, gibt es auch einen Footer-Bereich, in dem man Dinge platzieren kann. Wenn sie auf jeder Seite immer wieder sein sollen, kann man die hier reinfragen, wird man abgefragt, ob das so sein soll. Und ja, also das war es im Prinzip auch schon, wie diese Vorlage genutzt werden kann, um maximale Individualität herzustellen für die eigenen Vorlagen. Cool. HTML5. So, HTML5. Kein Word, kein... Kein Word, kein... kein InDesign, ja. Und all diese Tools braucht man dafür nicht mehr. Ja, nicht schlecht. Wenn Sie Interesse an FastBuild haben und unsere etwas längere, ich glaube über eine Stunde haben wir gebraucht, Live-Session angucken wollen, dann gehen Sie doch mal auf die da unten stehende URL und schauen Sie es an. .biz/FastBuild-Demo. Genau. Und ansonsten FastBuild.com, der Christian steht gerne für Fragen zur Verfügung. Ja. Alles klar. Ciao. Ciao.